Wir haben in den letzten Jahren eine wirtschaftliche Erfolgsstory gesehen, die bis heute nicht beendet ist, die weitergeht, die wir verdanken ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die wir verdanken ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern, Konsumentinnen und Konsumenten, mit dem Ergebnis, dass die deutsche Volkswirtschaft sich heute in der besten Verfassung ihrer gesamten Geschichte befindet. Das ist ein Grund zur Zufriedenheit und zur Dankbarkeit für all jene, die dazu beigetragen haben. Aber es ist auch die Verpflichtung, nach vorne zu schauen und die Frage zu stellen, wie wir denn in Zukunft unseren Wohlstand sichern wollen, wovon wir leben wollen, wie wir in einer Welt, die sich rapide ändert, wo die Claims jeden Tag neu abgesteckt werden, sowohl was technologische Innovationen angeht, wie auch was industriepolitische Strategien anderer Länder angeht, wie wir uns dort aufstellen und wie wir uns präsentieren. Ich glaube, dass es Zeit ist, die Wirtschaftspolitik wieder in den Mittelpunkt der politischen Debatte zu rücken. Und genau das war eine der Anliegen meines Vorschlages einer Industriestrategie für Deutschland und Europa. Und lassen Sie mich klarstellen, wir machen diesen Aufschlag in Deutschland, aber das Ziel ist selbstverständlich, dass am Ende eine europäische Strategie steht, denn Europa kann nur gemeinsam die Herausforderungen bewältigen. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt und wir müssen uns gemeinsam über unsere Antwort auf die Herausforderungen verständigen. Wir haben in dem Entwurf, den ich Ihnen vorgelegt habe, verschiedene Schwerpunkte. Das eine sind die Rahmenbedingungen. Auch dazu wird heute sicherlich vieles gesagt werden. Und sie müssen verbessert werden. Sie kennen die offenen Fragen von der Energiepolitik über die Fragen der Bürokratie bis hin zu Fragen der steuerlichen Belastung und der Höhe von Sozialabgaben. Wir müssen die Fragen klären, was wir auch in anderen Bereichen, etwa in der Bildungspolitik, im Bereich der Kommunikationsinfrastrukturen leisten können. Aber wir müssen eben auch andere Fragen beantworten. Denn selbst wenn wir alle diese Vorfragen erfolgreich lösen würden, sind wir dann sicher, dass wir automatisch alle Herausforderungen im Übrigen bestehen? Sind wir dann sicher, dass wir im Zeitalter von Industrie 4.0 und künstlicher Intelligenz erreichen werden, dass die Wertschöpfung, die wir heute in Europa haben, dort bleibt und weiter ausgebaut wird? Wir leben in einer Welt gefährdeter Demokratien und erodierender weltwirtschaftlicher Regelwerke. Das Erstarken einer Renationalisierungspolitik in Teilen Europas, in Teilen Asiens und in Amerika betrachten wir mit großer Sorge. Die regelbasierte globale Marktwirtschaft wird in ihrer Rolle als dominierendes Prinzip dadurch enorm herausgefordert. Ein Level Playing Field, also einheitliche Regeln für Außenhandel, ausländische Direktinvestitionen, für Kapitalverkehr, für Migration, für den Fluss von Daten, von Ideen, wäre dann bei Weitem weniger offen und frei. Anstelle eines einheitlichen Regelwerks könnte, wenn man diesen Gedanken fortsetzt, eine Triade aus USA, China und der EU mit jeweils unterschiedlichen Regelwerken treten, deren Machtgefüge neu auszutarieren wäre. Irgendwie schwer vorstellbar, sich dort auch noch als Wirtschaftsunternehmen mit Spaß bewegen zu wollen oder zu müssen. Unsere Antwort kann deshalb nicht sein, dass wir fehlgeleitete Renationalisierungspolitik anderer Länder auch nur in Ansätzen kopieren. Selbst wenn wir diese Politik auf die europäische Ebene hieven würden, bliebe sie inhaltlich falsch. Sie würde den Trend zu Protektionismus und Abschottung beschleunigen. Aus dem industriellen und technologischen Potenzial Deutschlands ergibt sich, dass wir einfach Anwalt einer europäischen, regelbasierten, offenen, aber wachsamen Politik sein müssen. In Ihrem Entwurf einer nationalen Industriestrategie 2030 werden die Fehlentwicklungen durch industrie- und handelspolitische Verzerrungen des Außenhandels, der weltweiten Investitionstätigkeit, durch Protektionismus deutlich angesprochen. Diagnose teilen wir. Das kann man auch sehen an unserem im Januar diesen Jahres veröffentlichten Positionspapier zu China. Die Diskussion der deutschen und der europäischen wirtschaftspolitischen Antwort auf diese Herausforderungen erachten wir als zwingend erforderlich. Entscheidungen Deutschlands, Entscheidungen der EU sind dringend geboten. Von der Stärkung der Handels- und Wettbewerbspolitik bis hin zu neuen Instrumenten in der Innovationspolitik. Neben der Schärfung bestehender Instrumente sind aber auch neue, umfassende Ansätze erforderlich. Der hohe Grad von Vernetzung,
Die fortschreitende Digitalisierung und enorm beschleunigte Innovationsprozesse erfordern mehr als je systemische Ansätze zusätzlich zu dringend notwendigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Schaffung wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen. Deswegen hat der BDI mit seinen Mitgliedern ein umfangreiches Pflichtenheft abgestimmt und verfasst, das einerseits direkt an den Verzerrungen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs durch ausländische Staaten und Staatsunternehmen ansetzt, andererseits aber auch die Schwächen des Industriestandorts Deutschland benennt. Damit meine ich zum Beispiel zu hohe Energiepreise, überzogene Rechtsetzung und Bürokratie, einen schleppenden Ausbau und schleppende Erneuerung der Infrastruktur, nicht nur der digitalen Infrastruktur, eine aus unserer Sicht schädliche Steuerpolitik und das Problem fehlender Fachkräfte. In den nächsten Jahren entscheidet sich in einer großen Reihe von industriellen Schlüsselbereichen, ob und in welcher Rolle unsere Unternehmen, die Region, aber damit auch die Beschäftigten in der Wertschöpfung des 21. Jahrhunderts weiter eine Rolle spielen. Dabei scheint mir eine Aussage der Leitlinie zu Recht getroffen, nämlich dass die Summe betriebswirtschaftlicher Entscheidungen eben nicht ausreichen, um globale Kräfte und Wohlstandsverschiebungen auszugleichen. Das Primat der Politik in einer Demokratie ist der notwendige Schlüssel für einen gelingenden Umbau unserer Gesellschaft und Wirtschaft in eine digitale, klimafreundliche Zukunft in einer globalen Welt. Moderne Wirtschaftspolitik für das 21. Jahrhundert kann und sollte klug intervenieren, wenn es um den Aufbau von Schlüsselkompetenzen für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte geht. Das gilt für die digitale Infrastruktur ebenso wie für die Kernkompetenzen der Mobilitäts- und Energiewende, also etwa der Batteriezellfertigung, der Frage von Bahn-Schienentechnologie oder erneuerbare Energien. Marktradikaler Dogmatismus kann, so unsere Überzeugung, hier schnell in eine Sackgasse führen. Ziel muss sein, auch hier kann ich die Leitlinien unterstreichen, die gesamte Wertschöpfungskette weiter in Europa darstellen zu können, auch als Basis eines starken Industrieanteils in Zukunft. Dies verlangt, und da kann ich Herrn Kempf zustimmen, auch eine Reform des europäischen Wettbewerbsrechts. Es kann nicht sein, dass in global organisierten Märkten die Bildung schlagkräftiger, global agierender Zusammenschlüsse europäischer Unternehmen verhindert wird, die notwendig wäre, um die notwendigen Skaleneffekte zu erreichen, wie sie etwa chinesische Wettbewerber haben. Und dies verlangt auch, dass es europäische Alternativen etwa in der digitalen Infrastruktur gibt.